Zielgruppe vom Schweizer Institut für Finanzausbildung sind Fachkräfte oder auch Führungspersonen, die schon über relevante Berufserfahrung verfügen und gleichzeitig auch schon eine gewisse Vorbildung mitbringen. Es können aber unterschiedliche Vorbildungswege sein, vom Uni-Studium über eine höhere Fachschule bis hin zu auch einem KV-Abschluss. Das gibt es heute immer weniger, dass man mit einem reinen KV-Abschluss auch in eine relevante Führungsrolle sich entwickelt. Aber für uns ist wichtig, dass die Mischung aus Facherfahrung und konzeptioneller Vorbildung eine relevante ist, weil die Leute untereinander während der Weiterbildung natürlich auch diskutieren. Grundsätzlich geht es darum, dass man entlang der Fachverantwortlichkeiten oder auch der Führungsverantwortung, die man hat, bereits mit Kunden so im Kontakt ist, dass man in Verantwortung ist, oder dass man eine fachliche Gestaltungsverantwortung hat, wo es darum geht, gesamthaft ein Modell von Banken zu verstehen. Coaching ist ganz ein wesentliches Element für uns. Unsere Studierenden sind Executives, die bereits Berufserfahrung haben und die relevanten Kompetenzen, um noch mehr Wirkung in Zukunft zu erzielen, selber sollen können trainieren. Sei das über unsere Modulleitenden und Dozierenden, die die Brücke zwischen Konzeption und Praxis mit ihnen coachend besprechen. Sei das über Diplom- und Masterarbeit, wo man ja als Lernfallausweis hat für konkrete, praktische, logische Problemlösungskompetenz. Oder sei das über die direkte Art und Weise vom Coaching von uns als Studiengangsleitenden. Unser Ziel ist immer, den Hochleistungssportler zu unterstützen, seine Kompetenzen noch besser auf den Boden zu bringen. Unsere Studierenden werden ganz besonders unterstützt bei der Fähigkeit, ein Flugzeug selbstständig zu fliegen, um es ein bisschen salopp zu sagen, indem wir ihnen über die verschiedenen Aufgabenstellungen, die sie haben, wirklich immer wieder die Chance geben, selbstverantwortlich, logisch an Themen und Problemstellungen herzugehen. Zum Beispiel in der Case Study im dritten Semester, wo es wirklich darum geht, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Strategie für eine Bank zu entwickeln. Und das nicht nur im Sinne von einer Arbeit zu machen, sondern wirklich auch am Schluss gegenüber einem echten Verwaltungsrat zu präsentieren. Wir versetzen unsere Studierenden durch so einen Flugsimulator wirklich in die Möglichkeit, realitätsnah zu trainieren und realitätsnah so zu schaffen, dass man den Unterschied on the job gerade auch merkt, wenn die Leute zurückkommen an den Arbeitsplatz. Unsere Dozierenden und Modulleiter sind natürlich ganz ein entscheidender Faktor von diesem Konzept. Wir dürfen mit Menschen zusammenarbeiten, die sowohl konzeptionell in ihren Themen wirklich an den Best Practices extrem dran sind, als auch in der Umsetzungsverantwortung in Banken wirklich auch spüren, was es heisst, die Themen auf den Boden zu bringen. Das heisst, wir haben keine Vollzeitdozenten, die fix angestellt sind. Wir haben Menschen, die Lust drauf haben, mit einem Teilzeitpensum neben einer 100% Berufstätigkeit bei uns ihr Kernfachgebiet auch als Modulleiter mit einzubringen. Das ist eine ganz entscheidende Kategorie, die Verzahnung zwischen mir als Studiengangsleiter und mehrwilligen Modulleiter. Und dann gibt es einen nächsten Schritt, die Dozierenden, die dann für einzelne Teilthemen für eine Stunde, zwei auch eingeladen werden. Die wiederum sind eng verzahnt mit dem Modulleiter. Er weiß, dass die Menschen bei einer Bank das Thema ganz konkret in einer Umsetzungsverantwortung getrieben haben. Und er stellt auch sicher, dass jeder einzelne Dozent, der kommt, den gesamten roten Faden vom Modul genau versteht. Ich wiederum stelle sicher, dass die einzelnen Modulleiter wissen, wie die Wertschöpfungskette quasi Schritt für Schritt während dem Studium auch entsteht für die Studierenden. Kerntrends für unsere Branche momentan sind ein grosser Kostendruck, grosser Effizienzdruck und die Notwendigkeit, über Lean Banking und Industrialisierung die Modelle schlanker zu machen. Die Gefahr, wenn man das nur aus deren Optik anschaut, ist ein gewisses kurzfristiges Denken, das will nicht weit genug greifen. Weil über das heraus, der Kunde von der Zukunft, Stichwort Generation Y, möchte einen kundenzentriert ganz einen anderen Mehrwert, als das früher der Fall war. Da ist Multichanneling, Omnichanneling nur ein technologischer Einstieg dafür. Die strategische Chance, wirklich Geschäftsmodelle umzubauen, die kann man nutzen, vielleicht muss man sie auch nutzen. Das ist der Unterschied, den Banken in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden können machen. Was heisst das für die Weiterbildung? Weiterbildung muss heute kurzfristig unmittelbar Mehrwert generieren. Wenn ich einen Tag weg bin vom Arbeitsplatz, dann ist das ein Investment, wo hoch ist. Auch vielleicht auf Sorge um den Arbeitsplatz. Also ich muss auch merken, dass ich gerade Wirkung kann erzielen mit dem, was ich mache, kurzfristig. Und gleichzeitig vielleicht während der Weiterbildung merken, dass ich das Instrumentarium auch für einen mittel- und langfristigen Erfolg mir aneignen kann. Darum glaube ich, sind es zwei Haupttrends. Kurzfristiger direkter Mehrwert, Umsetzbarkeit und gleichzeitig auch mittel-langfristig das Vermitteln von den Instrumenten, die es braucht, um als Person einen Mehrwert zu schaffen in dieser ganzen Veränderung der Branche.